Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Märkte im Fokus-Webinar. Mein Name ist Holger Fett, bei der Société Générale Produktexperte und Optionsscheine. Wie immer, montagmorgens haben wir hier unseren charttechnischen Analysten Ralf Ayat. Dieser ist seit Jahren schon unabhängiger Marktanalyst und bei uns Referent für das Märkte im Fokus-Webinar sowie auch der Autor des Ideas Daily Newsletters, falls Sie diesen noch nicht abonniert haben. Heutiges Thema, sehr beliebt, die Wunschwerte. Das heißt, ich kann Ihnen anbieten, wenn Sie den ein oder anderen Titel gerne analysiert hätten, schreiben Sie es mir im Chat rein und wir werden diese am Ende des Webinars für Sie analysieren. Ein Wunschwert pro Person, mehr werden wir nicht schaffen und zulassen rein. Ansonsten bin ich gespannt, was der Ralf letzte Woche und für die kommende Woche zu berichten hat. Guten Morgen, Ralf, schön, dass du da bist. Ja, schönen Morgen, Holger. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich darf wie immer vorneweg einen kleinen rechtlichen Hinweis schicken. Diese Sendung dient ausschließlich Informationszwecken, stellt insbesondere keine Anlageberatung dar und Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Und wie immer machen wir auch einen kleinen Blick zurück, was in der vergangenen Woche so die Märkte bewegt hat und wie die Entwicklung bei den jeweiligen Preisen war. Und wir sehen ja die Indizes weiter im Konsolidierungsmodus, der DAX-Kursindex auf Wochensicht rund 1% im Minus beim Performance-Index, der ja bei den meisten Anlegern im Fokus steht, haben wir ein deutlich kleineres Minus von, ich glaube, 0,3%, was daran liegt, dass beim Kursindex die Dividenden nicht reinvestiert werden. Also wir hatten zahlreiche Dividendenausschüttungen in der vergangenen Woche. Die Dividendensaison läuft ja auf Hochtouren, während die Berichtssaison sich dem Ende zuneigt und ihren Höhepunkt bereits überschritten hat mit insgesamt besser als erwarteten Zahlen, wobei allerdings die Erwartungen auch nicht allzu hoch waren, im Vorfeld deutlich gesenkt wurden. Ja, wenn wir uns die konjunkturelle Seite in der vergangenen Woche anschauen, dann muss man klar sagen, überwiegend negative Signale, Daten mehrheitlich unterhalb der Markterwartung und beispielsweise und insbesondere chinesische Konjunkturdaten, Importpreise, die haben massiv enttäuscht, sind auf Jahressicht deutlich zurückgegangen. Also hier zeigen sich Schwäche-Signale in der zweitgrößten Volkswirtschaft und die von vielen erhoffte konjunkturelle Belebung im Zuge des Aufgebens der Null-Covid-Politik, die fällt leider nicht so aus, wie die meisten das eben so sich gedacht haben. Also im Moment von daher kein konjunktureller Rückenwind von der zweitgrößten Volkswirtschaft und auch die Daten aus der größten Volkswirtschaft, sprich den USA, waren dann doch eher schwächlich. Positiv zu vermerken, zwar ein Rückgang in der Inflationsrate, der auch deutlicher als erwartet ausfiel, aber beispielsweise am Freitag der University of Michigan Index, der hat massiv enttäuscht, insbesondere mit Blick auf gestiegene Inflationserwartungen der befragten Konsumenten. Also die Inflationserwartungen, die langfristigen, die stiegen hier auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2011 und eine schwächelnde Wirtschaft, die ja prognostiziert wird bei gleichzeitig hoher Inflation, wirkt natürlich in Richtung Stagflationsszenarien kursbelastend vom Sentiment her. Insofern kein deutlicher Anstieg in der vergangenen Woche, trotz eben leicht rückläufiger Inflationsdaten, die ja weiter auf einem hohen Niveau dennoch sind. Und auch die meisten FED-Mitglieder äußerten sich eher weiterhin hawkisch, also dass
die vom Markt eingepreisten Zinssenkungen für dieses Jahr, Leitzinssenkungen, eher die Wahrscheinlichkeit doch zurückgeht, auch vom Markt weniger eingepreist wird. Der US-Dollar konnte hier profitieren. Wir sehen hier den Dollarindex auf Wochensicht 1,4% im Plus. Es auch, gab hier auch charttechnisch eine Verbesserung zu vermelden mit einem Ausbruch aus einer Range auf 1,4 Wochen hoch, während der Euro-US-Dollar dann entsprechend nach unten zurückkam und ein korrektives Signal geliefert hat, nachdem er auch dieses Währungspaar in einer Range gewesen ist. Das schauen wir uns natürlich nachher dann auch im Chart an. Ja, die Konjunktursorgen, die haben auch die Rohstoffpreise sehr belastet, also die Ölpreise und die Industriemetalle insbesondere. Bei den Edelmetallen gab es so ein bisschen Gewinnmitnahmen, natürlich auch der steigende US-Dollar als Belastungsfaktor. Ansonsten ja im Fokus und auch, sage ich mal, für die nächsten Wochen potenziell ein schwarzer Schwan. Das ist der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA, der in der vergangenen Woche stärker und stärker in den Anlegerfokus gerückt ist. Also hier wird ja gesagt, dass im Juni, ein ganz genaues Datum weiß man nicht, aber da wird dann die USA hier in Zahlungsschwierigkeiten kommen, falls es eben nicht zu einer Einigung der politischen Parteien kommt, dass die Schuldenobergrenze dann wieder angehoben werden kann. Und das ist ja ganz klar eben ein Tail Risk. Wir hatten eine ähnliche Situation schon einmal 2011, insbesondere, dass hier dann auch eine Rating-Herabstufung erfolgt ist, was ganz klar die Aktienmärkte damals unter Druck gebracht hat und die Volatilität hat ansteigen lassen. Also das ist eben ein politischer Unsicherheitsfaktor, den man im Hinterkopf behalten muss und der für einen potenziellen Anstieg der Volatilität spricht und eben je nachdem, wie sich hier die Situation entwickelt, dann entsprechend Ausschläge nach oben oder unten erfolgen können, die sehr kräftig ausfallen. Das sollte man also bei seinen Anlageentscheidungen in den kommenden Wochen berücksichtigen. Wir haben in dieser Woche ein Treffen am Mittwoch, wo hier noch einmal diskutiert wird und es natürlich eben vorstellbar, dass man sich dann schon einigt. Das würde natürlich den Märkten Rückenwind verschaffen. Das typische Verhalten ist aber, dass das Ganze ausgedehnt wird bis sozusagen bis zum Schluss und erst dann in letzter Minute hier gehandelt wird. Also hier bleibt es spannend und natürlich die, wie dann die Entscheidung der politischen Akteure hier ausfällt, ist nur begrenzt prognostizierbar. Also insofern ganz klar die Risiken in den Portfolios nicht zu stark ansteigen lassen, dass wir hier die Vorgehensweise, die sich da natürlich entsprechend empfiehlt. Ja, wenn wir uns die Sektoren-Performance anschauen in der vergangenen Woche, dann sehen wir hier Kommunikationsdienstleister ganz vorne mit dabei. Also wir waren da insbesondere die Mega-Cap-Techs in den USA kurstreibend, also die Kommunikationsdienstleister hier auch ein bisschen mit Aufholpotenzial und auch die zyklischen Konsumwerte gesucht. An dritter Stelle aber schon im Minus Information Technology, also die Technologiewerte mit Gewinnmitnahmen hier. Die zyklischen Sektoren Rohstoffe und Energie sowie der Finanzsektor mit den Banken und den weiter anhaltenden Sorgen, insbesondere um die
Regionalbanken in den USA deutlicher dann im Minus. Ja, werfen wir einen Blick auf den Volatilitätsindex VIX für den S&P 500, der also die impliziten Volatilitäten hier auf Monatssicht widerspiegelt. Und wir sehen, wir sind hier einerseits auf einem erhöhten Niveau. Also wenn man sich das Ganze jetzt mit Blick auf, sage ich mal, die Zeit zwischen 2014 bis 2019 anschaut, sind wir hier insbesondere im Rahmen des Corona-Crashs und dann nachfolgend im Abverkauf auf einem höheren Niveau. Und dieser Trend ist auch noch intakt. Wir sehen aber zuletzt eben deutlich zurückgekommene Volatilität. Also letzten Endes hat der Index hier eine gewisse horizontale Unterstützung. Insofern gibt es hier natürlich gewisse Risiken, dass der Volatilitätsindex jetzt von dieser Unterstützung ab nach oben abprallen würde. Und das wäre typischerweise auch mit fallenden Kursen an den Aktienmärkten verbunden, wenn man die reguläre Korrelation hier dieser beiden Preise dann sich betrachtet. Also damit wir hier von einem Bärenmarktregime mit erhöhter Volatilität deutlich in einen übergeordneten Bullenmarkt übertreten, müssten wir hier diese Unterstützung nachhaltig unterschreiten. Dann könnten wir hier nochmal deutlich tiefere Niveaus sehen. Aber das, wie gesagt, würde dann einen Paradigmenwechsel darstellen. Also aus meiner Sicht, solange wir diese Tiefs hier aus dem Jahr 2021 nicht nachhaltig unterschreiten, sind die Risiken recht hoch, dass wir mittelfristig noch einmal deutlich höhere Kurse sehen im VIX. Und typischerweise enden Bärenmärkte nicht auf einem so niedrigen Niveau, sondern es gibt typischerweise im Rahmen eines finalen Ausverkaufs einen Wert oberhalb der 40er Marke. Und hier sehen wir beispielsweise auch die Entwicklung 2011 eben im Rahmen des Rating Downgrades und dem damaligen Streit um die Schuldenobergrenze haben wir auch einen Spike hier über 45 gesehen. Das bedeutet dann entsprechend, dass die Panik, die Angst der Marktteilnehmer dann hoch ist und aktuell zumindest gemessen am VIX-Index ist hier eher ein geringerer Absicherungsbedarf ablesbar aktuell. Und kommen wir zu den Trading-Terminen für die laufende Woche. Wir haben hier von der konjunkturellen Seite heute den Empire State Manufacturing Index, der die Entwicklung in der Industrieregion New York widerspiegelt und ein konjunktureller Frühindikator ist. Wir haben dann am Dienstag die Daten zur chinesischen Industrieproduktion, die natürlich mit Blick auf die schwachen Zahlen von der vergangenen Woche nochmal im besonderen Fokus stehen werden. Wir haben am Dienstag auch den ZEW-Konjunkturindex. Hier wird ein Rückgang erwartet. Wir hatten in der vergangenen Woche hier den Sentix-Konjunkturindex, der der erste entsprechende Indikator ist, der veröffentlicht wird. Und der hat einen deutlichen Einbruch wiedergespiegelt. Insofern haben wir hier möglicherweise eben von den konjunkturellen Frühindikatoren eine Delle oder auch eben eine Trendumkehr nach den Anstiegen der vergangenen Monate einzuplanen. Also das entsprechende konjunkturelle Umfeld könnte sich eintrüben, wenn hier insbesondere dann 3 Monatsrückgänge in Folge zu beobachten sein werden, wo wir natürlich noch ein wenig hin brauchen, aber von der Saisonalität, typischen Zyklik, wäre ein Hoch im Juni, Juli, so das typische Szenario. Also insofern sollten wir tatsächlich hier noch 3 Rückgänge in Folge sehen beim Sentix, beim ZEW und beim IFO-Index. Insbesondere dann würden sozusagen die
Zeichen doch deutlicher nach unten weisen, was die mittelfristigen Perspektiven an den Aktienmärkten angeht. Da sind wir aber, wie gesagt, noch nicht. Noch haben wir hier einen gewissen Rückenwind. Ja, am Dienstag sehen wir dann auch sehr wichtig in dieser Woche die Einzelhandelsumsätze in den USA, dann am Mittwoch die Verbraucherpreise in der Eurozone von größerer Relevanz, dann Daten zum US-Immobiliensektor auch am Mittwoch, dann am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auch im genaueren Fokus. Wir haben hier in der vergangenen Woche ja deutlicher als erwarteten Anstieg gesehen. Also der Arbeitsmarkt, der ja lange sehr robust, sehr solide war und hier gar nicht in Richtung Rezessionsszenario irgendwelche Hinweise gegeben hätte. Da sehen wir eben in den vergangenen Wochen doch eine Zunahme an diesem als Frühindikator geltenden Wert der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, während ja die anderen Arbeitsmarkt Daten zumeist als deutlich nachlaufende Indikatoren gelten. Also wenn wir hier weiteren Anstieg sehen, dann spricht das doch mehr und mehr in Richtung eines möglichen Rezessionsszenarios und deswegen hier da einen genauen Blick auch werfen, wie sich die Entwicklung darstellt. Ja, und wenn wir uns die Unternehmenstermine anschauen, dann haben wir hier heute von Siemens Energy und Porsche Holding die Zahlen am Mittwoch Siemens, Münchner Rück und Commerzbank aus dem DAX. Ja, und in den USA wird sich der Fokus am Dienstag auf Home Depot richten und dann am Mittwoch Cisco Systems und Donnerstag Walmart als wichtige Konsumwerte eben Walmart und Home Depot, die entsprechenden Sektoren waren hier zuletzt recht robust. Ja, dann gehen wir in die technische Analyse und wir schauen uns hier den DAX-Index an, im Wochenchart wie immer zunächst. Ja, was wir sehen können, ist zum einen natürlich der Aufwärtstrend vom September-Tief intakt, aber die vergangenen Wochen von einer Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau geprägt. Wir hatten hier eine Doji-Kerze mit einer breiten Range und in der vergangenen Woche so ein Innenstab. Also hier wird eine gewisse, zunächst einmal ein Nachlassen der Schwungkraft im Rahmen des Aufwärtstrends angezeigt. Das hebt natürlich die Risiken für eine deutlichere Korrektur oder eine Trendwende, könnte sich aber auch als Konsolidierung eben als trendbestätigende Formation hier entsprechend entpuppen. Da brauchen wir dann natürlich einen Ausbruch auf der Oberseite, weil man sieht hier schon der doch längerfristig bedeutende Widerstandsbereich des Rekordhochs bei 16.290 Punkten. Der ist nicht mehr allzu weit entfernt. Insofern sollte man selbst bei einem Ausbruch auf der Oberseite jetzt nicht erwarten, dass die Bäume in den Himmel wachsen, sondern das wäre hier eine Zone dann im Bereich des Rekordhochs, wo entweder am Rekordhoch knapp drüber oder knapp drunter dann doch von mittelfristigen Marktteilnehmern eher mal mit Gewinnmitnahmen oder Verkäufen eben gerechnet werden sollte. Und das Risiko, dass wir dann hier auch dann mit Blick auf die Saisonalität und Zyklik ein Top ausbilden könnten, muss man ganz klar dann als erhöht betrachten. Ja, sollten wir hier eben keine Trendfortsetzung sehen in Richtung Rekordhoch, dann wäre aus aktueller Sicht ein deutlicher Rutsch unter das Konsolidierungstief hier bei 15.662 Punkten ein Signal für den Start einer deutlicheren Abwärtskorrektur. Wir sehen hier im MACD-Indikator schon nach bärischer Divergenz ein mögliches Verkaufssignal. Dazu bräuchten wir aber eben nochmal einen deutlich niedrigeren Wochenschlusskurs. Dann käme es hier zu einem entsprechenden Triggern aus einer negativen Divergenz heraus, was dann Indikatoren technisch eben auch nochmal das Korrekturszenario unterstützen würde. Meiner Meinung nach würde dann hier die Aufwärtstrendlinie
vermutlich unterschritten werden, gebrochen werden und dann eine kräftige Korrektur in Richtung möglicherweise 14.400 bis 15.000 Punkte anstehen. Im Kursindex, wo eben die Dividenden eben nicht auf den Preis aufgeschlagen werden, haben wir übrigens schon im MACD ein entsprechendes Verkaufssignal vorliegen. Und wenn wir uns dann den Tageschart anschauen, dann kann man hier eine sogenannte Broadening-Formation erkennen, also ein umgekehrtes Dreieck, wird von manchen auch als Megaphone-Top bezeichnet, wobei eben nicht wirklich statistisch belastbar ist, dass das eine Top-Formation ist, sondern sehr häufig ist das auch eine Trendfortsetzungsformation. Letzten Endes weiß man erst beim Ausbruch, wohin die Reise geht. Und wir sehen hier eben diese höhere Schwankungsbreite im Rahmen dieser Seitwärtsbewegung. Aktuell steht hier gerade dieses Hoch zur Disposition. Wenn wir darüber ansteigen würden, wäre das natürlich einerseits eine Bestätigung des mittelfristigen Aufwärtstrends. Andererseits, wie gesagt, haben wir hier aus aktueller Sicht nur begrenztes Potenzial. Wir haben hier eine Widerstandszone dann eben mit der oberen Begrenzung dieser Broadening-Formation, diese steigende Widerstandslinie, diese Eindämmungslinie, die sich natürlich sukzessive weiter nach oben bewegt. Erst wenn wir da nachhaltig drüber ausbrechen würden, hätten wir formationstechnisch dann ein Kaufsignal vorliegen. Und ja, wenn das aktuell zustande käme, hätten wir natürlich aber auch ein Risiko, dass sich das zum Fehlausbruch entpuppt. Denn wie gesagt, die sehr wichtige Marke des Rekordhochs ist ja in unmittelbarer Rufweite. Und deswegen wäre unter Chance-Risiko-Aspekten ein Ausbruch auf der Oberseite mit Vorsicht zu genießen, insbesondere weil auch die Marktbreite-Indikatoren hier doch eher dafür sprechen, dass ein nachhaltiger Ausbruch, ein zeitnaher nachhaltiger Ausbruch auf der Oberseite eher schwierig sein dürfte, weil beispielsweise die Anzahl der Werte im DAX, die oberhalb der 200-Tage-Linie notieren, schon im Bereich ist, wo nicht mehr allzu viel Luft auf der Oberseite ist. Kurzfristige Marktbreite-Indikatoren wie entsprechende Daten zu den 20- und 50-Tage-Linien lassen noch etwas Potenzial auf der Oberseite zu, sodass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass eben hier nochmal ein Angriff auf der Oberseite erfolgt, aber diesem Angriff vermutlich aus heutiger Sicht keine Nachhaltigkeit beschieden sein dürfte. Ja, nachher wissen wir natürlich mit dem Ausbruch erst genau Bescheid und innerhalb einer solchen volatilen Range ist das Handeln insbesondere natürlich für mittelfristige bis längerfristige Akteure eher schwierig. Also hier haben wir eine sehr geringe Volatilität zum einen mit Blick auf die Average True Range und zum anderen haben wir natürlich hier Signale, die sich dann noch im Tagesverlauf erschöpfen und die hier aktuell noch nicht zu bedeutenderen Trendimpulsen folgen. Also diese Zone, diese Entwicklung ist eher ein Tummelfeld für Daytrader und Scalper und Leute, die hier in einem größeren Zeithorizont agieren, sollten sich eher zurückhalten. Ja, mit Blick auf die Unterseite würde aus heutiger Sicht ein Rutsch unter die 15.755 Punkte, also das Tief am Donnerstag hier für einen Test dieser unteren Begrenzung, dieser Broadening-Formation sprechen. Zum einen natürlich zunächst einmal das Tief hier bei 15.662 in den Blick rücken, aber knapp darunter haben wir eben diese fallende Unterstützungslinie zusammen mit diesem Gap-Support und hier kommt auch schon die steigende 50-Tage-Linie herein, also dass wir hier ein kritischer mittelfristiger Unterstützungsbereich, sollten wir also den hier nachhaltig unterschreiten, würde sich das mittelfristige Bild eintrüben und diese Broadening-Formation hätte dann ein Verkaufssignal geliefert, zumindest hier zunächst einmal ein Rutsch in Richtung der Aufwärtstrendlinie oder 100-Tage-Linie sowie diesem Gap, also diese Unterstützungszone bei 15.250 bis 15.342 Punkte wäre dann zu erwarten, falls eben diese erste Auffangzone hier nicht halten würde im Bereich 15.564 aktuell bis 15.662
Punkte. Ja, dann schauen wir uns als nächstes den Dow Jones Index an. Und hier sehen wir, ja, nach diesem Fehlausbruch über diese mittelfristige korrektive Absatztrendlinie eine Korrektur auf die 50-Tage-Linie, ein Bounce an die 20-Tage-Linie und jetzt wieder zurück eine Korrektur an die 50-Tage-Linie hier in schwarz dargestellt. Die letzten beiden Kerzen zeigen einen nahen Nachfrageüberhang eben im Bereich der Tagestiefs hin. Diese ausgeprägten unteren Schatten, diese Lunden sind aus der Perspektive der Kerzentechnik bullish positiv zu werten. Also hier, solange dieser Support hält, könnten wir noch einmal eine Attacke an diese kurzfristig kritische Widerstandszone starten, aktuell im Bereich etwa 33.660 bis 33.750 Punkte. Und erst mit einem Tagesschluss darüber hätten wir dann ein Signal dafür, dass diese wichtigere Widerstandszone noch einmal angelaufen wird, also die 34.257 bis 34.712 Punkte wären dann das Ziel und darüber hätten wir natürlich dann eine Bestätigung des Aufwärtstrends, der hier mit der Bodenbildung im Oktober, mit diesem Doppelboden und dieser bullischen Reversal-Kerze hier seinen Ausgangspunkt nahm. Insofern hätten wir dann auch mittelfristig durchaus nochmal ein deutliches Rallye-Potenzial und dann könnte es hier mittelfristig durchaus nochmal in Richtung Rekord hoch laufen. Also hier könnte man auch formationstechnisch von einer inversen Kopf-Schulter-Fortsetzungsformation dann sprechen, falls eben das Kunststück gelingt, dass wir auf der Oberseite nachhaltig ausbrechen. Und hier wäre dann ein Short-Squeeze möglich. Wir haben von der Anlegerpositionierung sowohl was die Large Traders im COT-Report angeht, als auch die Small Speculators, die haben ja sehr große Short-Positionen, insbesondere im S&P 500 Future aufgebaut. Und insofern ja, haben wir definitiv das Potenzial für einen Squeeze, wenn es eben jetzt auf neue Hochs geht und die Short-orientierten Anleger sich eindecken müssen, um die Verluste zu begrenzen. Also das ist ganz klar von der Sentiment-Seite ein stützender Faktor, wenn wir auf so einem Niveau waren, wo die Short-Positionen in den US-Indizes so hoch waren, da neigten die Indizes klar in den USA zur Stärke. Das muss man ganz klar im Hinterkopf behalten. Ja, schauen wir uns dann noch den technologielastigen Nasdaq 100 an, der ja weiterhin relative Stärke zeigt. Wir sehen hier, der hangelt sich so entlang. Die Dynamik hat in den vergangenen Wochen ganz klar abgenommen. Aber der Trend ist noch intakt und es bleibt hier weiterhin eine Möglichkeit, dass wenn wir hier diesen aktuellen Widerstandsbereich knacken, dass wir dann sehr schnell hier eben diese primäre Ziel- und Widerstandsregion bei 13.721 bis etwa 13.905 ansteuern. Und wir sehen auch, übergeordnet kommt da dann auch mittlerweile die Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch ins Spiel. Also die haben wir aktuell etwa dann bei 14.350 Punkten oder so. Das sind also ganz klar noch Möglichkeiten gegeben, ungeachtet der Tatsache, dass ja diverse marktbreite Indikatoren hier Warnsignale liefern und auch hier beispielsweise der MACD-Indikator eine negative Divergenz aufgebaut hatte. Wenn wir jetzt hier nach oben ausbrechen, könnte sich diese negative Divergenz in den
markttechnischen Indikatoren, aber auch in den Marktbreiteindikatoren durchaus noch auflösen und hier eben eine entsprechende Rallye zustande kommen, die viele dann natürlich auf dem falschen Fuß erwischen würden. Ja, wenn wir uns das negative Szenario anschauen, zoomen wir nochmal ein bisschen rein. Dann können wir hier sehen, dass an diesem Widerstandsbereich am Freitag so eine bärische Engulfing-Kerze entstanden ist, allerdings mit einem ausgeprägten unteren Schatten. Das trübt die Prognosekraft als bärische Umkehrformation klar ein. Aus meiner Sicht müssen wir diese Unterstützung bei 13.193 Punkten unterschreiten per Tagesschluss, um ein erstes Indiz dafür zu bekommen, dass diese Rallye zunächst einmal in eine deutlichere Abwärtskorrektur hineinläuft. Und dann wäre hier der Bereich 12.940 Punkte etwa und nachfolgend eventuell der Bereich 12.725 Punkte eine mögliche Auffangregion. Im Zwischendrin läuft aktuell die steigende 50-Tage-Linie bei 12.832 Punkten, die demnächst aber ein Support-Cluster mit diesem letzten Reaktionstief bilden dürfte. Also insofern weiterhin ein gewisses kurzfristiges Korrekturpotenzial gegeben, falls wir ja insbesondere, würde ich sagen, in den nächsten ein, zwei Tagen deutliche Kursschwäche bekommen, sollten hingegen nach oben ausbrechen, läuft auch letzten Endes von der saisonalen Perspektive her und von der Zyklik das Zeitfenster für ein mögliches Hoch zunächst einmal aus. Wir haben in der typischen Saisonalitätsbetrachtung im Mai, in der zweiten Maihälfte durchaus typische Stärke, während die Schwäche im Mai typischerweise in der ersten Maihälfte zu beobachten ist. Also insofern bleibt es hier spannend. Ja, das typische Sinken in die Zeitzone Mitte Mai hinein ist jedenfalls ausgeblieben. Ja, schauen wir uns als nächstes dann den Euro-US-Dollar an. Und hier sehen wir, dass an dieser Widerstandszone die Kräfte der Euro-Bullen nicht mehr gereicht haben und wir hier so ein kleines Rounding-Top etabliert haben. Also der Ausbruch über das letzte Reaktionshoch war nicht nachhaltig. Diese Rounding-Top-Formation leitet jetzt die Korrektur ein, die ja am Donnerstag begonnen hat, und am Freitag sind wir hier, haben wir das Ganze bestätigt mit dem Rutsch unter die 50-Tage-Linie. Aus heutiger Sicht handelt es sich immer noch natürlich um eine Korrektur im intakten Aufwärtstrend. Wir haben hier eine sehr breite Unterstützungszone, wo sich das Währungspaar fangen könnte. Bleibt abzuwarten, ob das gelingt. Signale sind entsprechend noch nicht vorhanden. Kurzfristig muss man davon ausgehen, dass Erholungen nochmal Short-Gelegenheiten sein dürften in diese Support-Zone hinein. Und aus meiner Sicht sollte hier eine Erholung idealerweise spätestens im Bereich des Reaktionstiefs hier bei 1.0942 bis zur 20-Tage-Linie bei aktuell 1.0981. Da sollten sich mögliche Erholungen erschöpfen. Ansonsten droht hier ein nochmaliger Ansturm auf dieses Hoch und möglicherweise darüber hinausgehend noch diese breitere Widerstandszone, die bis 1.1185 etwa reicht. Solange wir aber drunter bleiben, insbesondere auch hier unter dem Reaktionshoch bei 1.1007. Also das könnte man als Stop-Loss-Marke hernehmen für eine mögliche Short-Positionierung mit Blick auf das Erreichen hier des, zumindest hier mal der Aufwärtstrendlinie der mittelfristigen bei aktuell 1.0770 etwa. Ja, blicken wir auch auf den Euro-Bund-Future. Hier deutet sich eine mögliche Bodenbildung ab, eine mittelfristige Bodenbildung zumindest. Formationstechnisch kann man hier
sogenannte Keilformation ausmachen, die hier bestätigt wurde mit dem Ausbruch. Zum anderen könnte sich ja so eine inverse Kopf-Schulter ausbilden, die man dann in dem Fall als Fortsetzungsformation mit Blick auf diesen Aufwärtsimpuls dann interpretieren müsste. Hier bräuchten wir jetzt als Bestätigung aber nochmal ein Hoch über 137,29, insbesondere per Tagesschluss. Wir sehen allerdings auch zahlreiche Widerstandsthemen, insbesondere die fallende 200-Tage-Linie, aktuell bei 139,27. Insofern, wenn man hier die Long-Seite spielen möchte, wäre jetzt so ein Rücksetzer, den wir hier gerade sehen, eben unter Chance-Risiko-Aspekten interessant, dass man hier knapp unterhalb des Tiefs hier bei 134,99 einen Stop-Loss platzieren könnte. Spätestens hier unter 133,10 wäre das bullische Szenario dahin und es müsste nochmal ein Test des Tiefs hier bei 130,77 favorisiert werden. In dem Fall können wir uns hingegen in den nächsten wenigen Tagen oberhalb der 134,99 stabilisieren, stehen die Chancen nicht schlecht, auch mit Blick auf die Sentiment-Daten und auch die typische Saisonalität, dass der Bund-Future hier noch einmal nach oben durchziehen kann. Letzten Endes eine große Umkehrformation hätten wir, eine große mittelfristige Umkehrformation hätten wir erst, wenn diese Widerstandsregion, die bis 140,73 reicht, nachhaltig überwunden werden kann. Und dann wäre ja zu erwarten, dass hier nochmal möglicherweise ein Pullback an diesem Widerstand entsteht. Und dann bestünde auch die Chance, dass dann noch einmal nach einer Korrektur eine größere Bodenbildung entsteht. Aber das sind jetzt mal, sag ich mal, Zukunftsszenarien, die sich charttechnisch jetzt hier noch nicht klar ablesen lassen. Insofern muss man hier zunächst mal die kurzfristigen Signale, wenn man handeln möchte, eben die kurzfristigen Signale nehmen und sich überraschen lassen, ob sich daraus dann etwas Mittelfristiges und im Anschluss möglicherweise sogar etwas Längerfristiges ergibt. Ja, und ein Blick auf den Ölpreis. Wir haben hier die dritte oder die vierte Woche hintereinander im Minus gesehen. Also ganz klar Schwäche, nachdem hier ausgehend von dieser, ich zoome mal nochmal raus, von dieser wichtigen längerfristigen Supportzone gab es ja einen Bounce und dann nochmal eine Ausdehnung des Bounce mit der Meldung, dass die OPEC die Produktion kürzen wird. Dieser Bounce wurde also komplett zurückgehandelt und damit steht hier jetzt dieses Tief nochmal zur Disposition mit der theoretischen Chance natürlich, dass sich hier dann ein Boden ergibt, also ein Doppelboden in dem Fall, wenn wir allerdings erstmal hier nach oben dann durchstarten und diesen Durchbruchspunkt bei etwa $87,65 überwinden. Erst dann könnten wir tatsächlich von einer Bodenbildung, einer komplettierten Bodenbildung jedenfalls sprechen. Wenn man das kürzerfristige Bild nochmal anguckt, dann sehen wir hier nach diesem Bounce aktuell eine Korrektur, sodass die Chance besteht, wenn wir hier nochmal dieses Tief testen und dann nachfolgend nach oben laufen, dass sich hier mit einem Anstieg über dieses Reaktionshoch bei 77,67 ein kleinerer Boden ausbildet, womit man dann die Chance hat, zum einen diesen kleinen Boden zu spielen und dann zu hoffen, dass daraus eben ein größerer Boden wird und man im Fall, dass das eben nicht gelingt, dass der größere Boden entsteht, die Stops so weit nachziehen kann, dass man hier mit dieser kürzerfristigen Spekulation dennoch in den Gewinn laufen könnte und dann eben Teilgewinnmitnahmen macht oder die Stops entsprechend nachzieht, sodass diese Position nicht mehr in den Verlust laufen kann, falls eben diese massive Widerstandsregion hier nicht geknackt werden kann und dieser dominante korrektive Abwärtstrend vom Hoch bei $135, $135 intakt bleibt. Ja, mit Blick auf die Unterseite muss man klar sagen, wenn wir jetzt hier ein neues Tief fabrizieren, hier unter die $70,15, dann würde natürlich der übergeordnete Abwärtstrend hier bestätigt, aber mit Blick auf diese breite Unterstützungszone hätte man für prozyklische Short-Positionen definitiv kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Also wenn man hier Short wäre, könnte man dann
hier natürlich seine Gewinne laufen lassen, aber man sollte hier mit Blick auf diese verschiedenen relevanten Tiefpunkte dann überlegen, die Stops engmaschig nachzuziehen. Und insbesondere, wenn wir hier in den unteren Bereich dieser Supportzone kommen, bei aktuell knapp über 60 Dollar, dann würde hier das Risiko einer kräftigeren Rallye natürlich wieder deutlich ansteigen. Wir haben ja auch das 61,8% Fibonacci-Retracement dieser impulsiven Bewegung. Also erst da drunter, also unter rund 61 Dollar, würde sich das technische Bild dahingehend eintrüben, dass man davon ausgehen müsste, dass hier noch einmal sogar die diese Supportzone zumindest erreicht wird, der Bereich also 36 bis 46 US-Dollar. Aber das ist aktuell nicht zu favorisieren, auch mit Blick auf die Sentiment-Daten nicht. Ja, und wenn wir uns als nächstes dann den Goldpreis anschauen, bevor wir zu den Wunschwerten kommen, dann sehen wir hier auch einen Rücksetzer im intakten Aufwärtstrend. Wir haben hier natürlich eine massive Widerstandszone. Ich zoome nochmal aus. Also das Allzeithoch hier, das wir aus dem August 2020 gesehen haben, das hier nochmal knapp erreicht wurde. Im März 2022, das haben wir intraday, je nach Datenanbieter, mal ganz leicht überschritten hier. Mit einem Hoch bei 2040 etwa, Entschuldigung, nicht 2040, 2079 US-Dollar, bevor wir eben hier diesen Rücksetzer gestartet haben, insbesondere auch an dieser steigenden Widerstandslinie. Da haben wir also ein Widerstandscluster hier. Ja, die Sentimentdaten sind schon recht euphorisch. Insofern sollte man schon einplanen, dass diese Konsolidierung noch ein bisschen andauert, möglicherweise sogar in die nächste, bis zur nächsten saisonal bullischen Phase. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist aus meiner Sicht hier nicht gefährdet. Also potenzielle deutliche Rücksätze aus heutiger Sicht antizyklische Long-Chancen mit, falls es zu Stabilisierungen her an diesen entsprechenden Unterstützungen, beispielsweise bei 1969 US-Dollar kommen würde oder darunter etwa im Bereich um die 1924, 1934 US-Dollar. Das wären hier interessante Auffangregionen. Wie gesagt, da würde ich allerdings entsprechende Bestätigungen, beispielsweise Umkehrkerzen, abwarten wollen. Klar ist, wenn wir hier nach oben durchziehen, also nachhaltig, insbesondere per Wochenschluss über die 2079 klettern können, dann bestünde die Chance, dass sich trotz des extremen Sentiments hier die Rallye dann ausweitet, zunächst einmal in Richtung 2200, 2251 US-Dollar. Das wäre die nächste Zielzone, die dann schnell erreicht werden könnte. Sicher bärisch positionierte Marktteilnehmer dürften hier diese Hochpunkte klar im Fokus haben. Das heißt, hier könnte es dann eben dann nochmal zu Glattstellungen kommen und dann sich die Rallye unmittelbar ausdehnen, womit wir dann auch ein übergeordnetes Anschlusskaufsignal natürlich hätten und dann auf längerfristige Sicht durchaus auch deutlicheres weiteres Kurspotenzial entstünde. Ja, was haben wir denn an Wunschwerten reinbekommen, Holger? Ja, wir haben einiges, deswegen vielleicht bisschen zügiger durch die Einzeltitel durchgehen, wenn okay. möglich. Wir fangen an mit einer Siemens Healthineers. Ja, also hier haben wir die Siemens Healthineers und wenn wir uns das Ganze hier charttechnisch anschauen, haben wir hier eine Erholungsrallye. Ja, die Hochpunkte sind noch weit entfernt, die wir hier gesehen haben bei 67, 66. Der Aufwärtstrend ist intakt, traf aber auf eine massive Widerstandszone hier und da von ausgehend haben wir eine dreiwellige Abwärtskorrektur. Das Bild, das übergeordnete Bild bleibt aus meiner Sicht hier bullisch, insbesondere solange diese Aufwärtstrendlinie, wo aktuell auch die 100-Tage-Linie verläuft, also bei etwa 51,22 Euro, solange wir hier nicht nachhaltig drunter rutschen,
Bleibt das mittelfristige Bild bullisch, sollten wir hingegen drunter rutschen, müsste man hier eine bärische Keilformation diskutieren und dann hätte man mittelfristig deutlichere Abwärtsrisiken. Aktuell versuchen wir uns hier eben zu stabilisieren auf der steigenden 50-Tage-Linie, die eben in den letzten 3 Tagen unterstützt hat, wie man schön sehen kann, auch an den entsprechenden unteren Schatten. Wir haben hier wahrscheinlich dann da waren die Quartalszahlen an der Stelle, die für dieses Gap gesorgt haben. Also die aktuelle Situation ist so, dass wir kurzfristig vielleicht eine Ausdehnung der Erholung sehen könnten, die zu einem Schließen der Lücke hier bei 56,30 oder zumindest zum Test der 20-Tage-Linie hier bei 55,58 führt. Größere Gewissheit dafür, dass es mittelfristig weiter aufwärts geht, hätten wir natürlich erst, wenn wir hier diese massive Widerstandsregion, die bis 58,50 Euro reicht, wenn wir die hier nachhaltig überwinden können. Im Erfolgsfall haben wir dann Potenzial zunächst in Richtung etwa 61 bis 62,60. Darüber würden die 67,66 nochmal in den Blick rücken. Ja, was haben wir als nächstes? Als nächstes die ThyssenKrupp, bitte. Okay, also die ThyssenKrupp, die ist hier ein bisschen unübersichtlich, deswegen mache ich hier mal ein bisschen Tabula Rasa. Und hier sehen wir zoom mal ein bisschen aus. So, also man sieht hier ganz klar, ganz langfristig haben wir einen massiven Abwärtstrend und hier aber eine Bodenbildung vollzogen. Eine durchaus Bodenbildung mit längerfristigem Potenzial. Wir haben hier dann zuletzt eine Seitwärtskorrektur oberhalb der überwundenen 200-Tage-Linie, die hier zweimal bereits getestet wurde. Ja, an der Stelle würde ich sagen, kurzfristig neutral in dieser Range. Ein bullisches Anschlusssignal im kurzfristigen Zeitfenster hätten wir, wenn wir das Hoch hier bei 6,82 € bei Tagesschluss überwinden können. Dann wäre nochmal ein Test der oberen Range zu favorisieren. Und darüber, also wenn es dann über die 7,77 € geht per Tagesschluss, dann hätten wir ein Anschlusskaufsignal mit der Chance nochmal hier in Richtung 9 € bis 9,21 € etwa mittelfristig zu laufen. Sollten wir hingegen diese Unterstützung bei 5,95 € signifikant unterschreiten, insbesondere per Tagesschluss, dann würde sich das technische Bild eintrüben und man müsste im Zweifel davon ausgehen, dass noch einmal hier ein Rutsch zunächst einmal in Richtung etwa 5,07 € oder sogar nochmal in Richtung der September-Tiefs dann bei etwa 4,20 € erfolgen könnte. Ja, so, nächster Wert. Haben wir die Eckert und Ziegler. Okay, da muss ich den entsprechenden Wert aufrufen. Und dann nehmen wir natürlich den Xetra-Kurs. Ja, kann man auch schon sehen. Ich glaube, hier waren auch Quartalszahlen. Da kam es zu dieser bärischen Kurslücke. Wenn man das längerfristige Chartbild sich anschaut, schöne Rallye. Top-Bildung, also ein Doppeltop in dem Fall, ein kräftiger Abverkauf. Hier haben wir dann einen Doppelboden komplettiert. Allerdings haben wir hier, ich denke, knapp unterhalb des analytischen Mindestkursziels dann schon wieder einen Übergang in eine Seitwärtsphase und hier mit dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie und dieses Korrekturtiefen Warnsignal für die Bullen gesehen. Aber wir sehen auch, nennenswerter Verkaufsdruck kam noch nicht auf. Die 200-Tage-Linie beginnt hier ja auch schon zu steigen. Insofern ein Unterschreiten einer steigenden
200 Tage Linie ist kein so, meistens jedenfalls kein so verlässliches Signal, sondern eher die Rückeroberung, wie hier geschehen, ein bullisches Signal in dem Fall. Insofern, ja, in der kurzfristigen Perspektive würde ich jetzt möglicherweise hier unter dem Tief bei 44,90 Euro einen Stop-Loss für ein bullisches Szenario ziehen, zumindest in der, wenn man hier mittelfristig unterwegs ist. Und ein Anschlusskaufsignal würde sich allerdings jetzt hier erst wieder ergeben, wenn wir diese Kurslücke bei 50,10 Euro und die 100-Tage-Linie bei 50,69 Euro nachhaltig bei Tagesschluss überwinden können. Darüber würde ich sagen, nochmal ein Tagesschluss über 52,55 Euro als Bestätigung. Und dann wären diese Hochs hier das nächste Kursziel. Und mit einer nachhaltigen Überwindung dieser Hochs würde hier diese Bodenbildung bestätigt und der entsprechende Aufwärtstrend könnte sich dann durchaus nochmal deutlicher fortsetzen. Da haben wir dann beispielsweise diese Hochs bei 66,45 Euro, 66,70 Euro als mögliches mittelfristiges nächstes Kursziel. Auf alle Fälle würde ich eben entweder unterhalb dieses genannten Konsolidierungstiefs bei 44,90 oder allerspätestens unter 40,34 Euro die Reißleine für Long-Positionen ziehen, denn dann müsste man unterstellen, dass hier nochmal deutliches Abwärtspotenzial zustande käme und hier entweder dieses oder dieses Tiefs nochmal angesteuert werden könnte. Ja, dann nächste Wert bitte. Siemens Energy bitte. Ja, die Siemens Energy hat hier einen schönen Aufwärtstrend fabriziert und da haben wir jetzt dann auch die Zahlen reinkommen. Also haben wir in den heutigen Zahlen hier nicht drin, aber ja, können hier sehen, dass am Freitag schon ein gewisses Aufwärtspotenzial gegeben war an der steigenden 20-Tage-Linie. Das waren die positiven Vorgaben, die von Nordex geliefert wurden. Siemens Energy ist ja auch in dem Bereich über die Tochter Siemens Gamesa vertreten. Und was wir hier charttechnisch sehen können, ist, dass wir aktuell konsolidieren im Bereich des 50% Retracements. Da haben wir auch eine horizontale massive Widerstandsregion. Also insofern ein bisschen volatiles Kursgeschehen um diesen Widerstandsbereich. Letzten Endes besteht hier die Chance, dass wir weiter unseren mittelfristigen Aufwärtstrend fortsetzen. Die Trendindikation ist jedenfalls bullisch. Alle gleitenden Durchschnitte sind bullisch positioniert. Die kurzfristigen befinden sich über den längerfristigen und alle steigen und insofern durchaus eine positiv zu sehen, zu wertende Situation mit möglichen nächsten Zielen bei 23,99 und 25,60. Ja, nächste Wert bitte. Ja, Barrick Gold hätten wir. Ja, hier haben wir zum einen bei den Goldminen natürlich auffällige relative Stärke zum Gesamtmarkt gesehen, ähnlich wie beim kleinen Fehlausbruch beim Gold über das alte Allzeithoch haben wir auch bei den Goldminen hier den letzten Kursschub als Bullenfalle gesehen und wir sind wieder in diese vorausgegangene Range zurückgefallen. Also das war natürlich hier kurzfristig dann bärisch, dass sich der Ausbruch als Fehlausbruch entpuppt hat. Allerdings haben wir dann auch schon mit dem letzten Reaktionstief praktisch das analytische Mindestkursziel eines solchen False Breaks abgearbeitet, sodass an der Stelle dann wieder die Frage kommt, wie die eben die mittelfristige Situation aussieht und die sieht hier aus meiner Sicht nicht schlecht aus. Wir haben hier auch bullisch positionierte
gleitende Durchschnittslinie, die 200-Tage-Linie hier in Blau, begann unlängst nach oben zu drehen. Und insofern kann man hier unterstellen, dass deutliche Rücksetzer, antizyklische Long-Einstiegsgelegenheiten bleiben. Wir haben hier natürlich den ersten Unterstützungsbereich schon erreicht. Ob das jetzt hier schon hält oder ob wir hier möglicherweise die 50 oder die 100-Tage-Linie nochmal ansteuern, das wären aus meiner Sicht hier eher, es wäre unter Chance-Risiko-Aspekten natürlich eher wünschenswert, wenn es noch ein bisschen drunter gehen würde und die Korrektur sich noch ein bisschen ausdehnt. Ja, Worst Case, beziehungsweise letzter Auffangbereich der bullischen Perspektive wäre jetzt dann die 200-Tage-Linie. Also die sollte definitiv nicht mehr unterschritten werden, damit sich hier dieser Aufwärtstrend zeitnah fortsetzen kann, mit dann natürlich einer Bestätigung mit dem Tagesschluss über 20,75 $. Und dann hätten wir nächste Kursziele bei 21,40 und diese Kurslücke und dieses Hoch hier bei 23,42 $. Das wären also die nächsten mittelfristigen Kursziele, solange nicht vorher die 50-Tage-Linie verletzt wird. Samsung SDI. Okay. Das erste Mal, dass ich davon was höre, aber auch ich lerne immer wieder neue Basiswerte. Also Samsung SDI, schauen wir mal, was wir da haben an Kursen. Vielleicht nehmen wir hier mal dann entweder Frankfurt. Ich nehme jetzt hier Frankfurt. Ich nehme mal an, dass die Hauptbörse Südkorea ist, ohne das mit Sicherheit sagen zu können. Aber ja, wenn wir uns den Frankfurter Kurs anschauen, in Euro also, ja, kann man sehen, wir haben, wenn man das längerfristige Bild anschaut, einen intakten Aufwärtstrend, der in eine breite Seitwärtskorrektur übergegangen ist. Man kann das hier durchaus schon als eine dreiwellige abgeschlossene Korrektur werten. Könnte man, wenn die Situation hier vom Tief ausgehend etwas dynamischer aussehen würde, so bleibt noch ein gewisses Restrisiko, dass wir eine komplexere Korrektur sehen und nachfolgend nochmal ein zweites Abwärtsbein sozusagen. Ich würde an der Stelle jetzt hier abwarten wollen, dass wir nachhaltig wieder über alle gleitenden Durchschnittslinien klettern, die relevant sind, hier insbesondere die 50-Tage-Linie bei aktuell 126,15 €. Wenn es da gelingt, wirklich nachhaltig drüber anzusteigen per Tagesschluss, wäre das so ein erstes Indiz, dass wir nochmal zunächst in Richtung 134 bis 141 vorstoßen und diesen Aufwärtstrend, der ja noch intakt ist, vom Tief fortsetzen können. Ansonsten ja, muss man sozusagen stückchenweise vorgehen. Darüber hätten wir dann dieses Hoch als nächstes Ziel und dann hier die Hochs bei 152, 155. Wie gesagt, an der Stelle aufgrund der geringen Aufwärtsdynamik könnte man natürlich überlegen, eher eben in Schwäche zu kaufen, damit man, wenn man eben auf der Long-Seite spekuliert, wenigstens ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis hat, beispielsweise hier ein Tief, ein Stop-Loss unterhalb dieses Tiefs hier bei 107,46 zu platzieren für eine Long-Spekulation. Aber ja, wie gesagt, eine prozyklische Bestätigung hätte man aus meiner Sicht jetzt erst, wenn es über die 50-Tage-Linie signifikant per Tagesschluss wieder drüber geht. So, wir haben zwar noch drei Werte, aber BASF hatten wir schon letzte Woche. Deswegen würde ich die auslassen. Eine Infineon und eine Rheinmetall und dann wären wir für diese Woche durch. Okay, also die Infineon, da mache ich auch mal Tabula Rasa, der Übersichtlichkeit halber. Also wir sehen hier auch relative Stärke, kann man sagen, von den Tiefs hier. Wir hatten das Tief ja schon im Juli gesehen und nicht erst im Ende September und dann einen Doppelboden ausgebildet, mittelfristig also eine
zunächst eine bedeutende Bodenbildung vollzogen und dann einen Aufwärtstrend etabliert. Wir sehen hier auch noch, dass die gleitenden Durchschnittslinien bullisch positioniert sind, die meisten zumindest, aber dass hier schon einen kürzerfristigen ein Dreh nach unten stattgefunden hat. Und damit sind wir hier in einem Korrekturszenario. Wir haben hier schon eine klassische dreiwellige Abwärtskorrektur gesehen, dann hier so eine bullish Harami-Kerze am 28. April fabriziert. An der Stelle kann man sich noch nicht sicher sein, dass die Korrektur beendet ist. Möglich wäre es. Wir haben hier allerdings keinen, man kann hier den Gap Support nehmen. Der wurde zumindest per Tagesschluss an der Stelle immer verteidigt. Mit dem Bullish Harami haben wir dann nochmal einen Tief bei 31,51 als Triggermarke. Also der Harami würde erst mit dem Tagesschluss da drunter negiert und dann würde ich erwarten wollen, falls das also zustande käme, dass wir hier drunter rutschen und den Support, dass die 200-Tage-Linie getestet würde und da könnte ich mir vorstellen, dass da nochmal Nachfrage zu beobachten sein wird. Also das wäre so eine antizyklische Region. Wenn man hier abwarten möchte für ein Signal dafür, dass die Korrekturphase beendet sein könnte, würde ich jetzt einen Tagesschluss über 35,30 Euro nehmen. Das wäre ein erstes Indiz dafür, dass hier die dreiwellige Korrektur beendet ist. Bestätigt hätten wir das aber erst, wenn wir die Hochs natürlich überschreiten. Und in dem Fall könnte man hier mittelfristig vielleicht in Richtung 41 bis 43,80 dann entsprechend denken. Ja, dann die Rheinmetall als letztes zum Finale. Da haben wir am Freitag etwas Auftrieb gesehen mit der Meldung, beziehungsweise nicht Meldung, es war, glaube ich, bislang erst Spekulation, dass es hier zu einem Großauftrag kommen könnte von der Bundesregierung mit Blick auf Leopard 2 Panzer. Ja, charttechnisch gehört die Rheinmetall zu den stärksten, zu den relativ stärksten Aktien am deutschen Aktienmarkt, natürlich hier auch getrieben durch den Ukraine Krieg und die entsprechenden Erwartungen, dass hier die Rüstungswerte dann natürlich davon profitieren. Was wir jetzt sehen können, ist hier eine Seitwärtskorrektur auf dem hohen Niveau, also im Bereich hier des Allzeithochs 281,30. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde natürlich mit Blick auf diese Seitwärtskorrektur dann nochmal ein Anschlusskaufsignal liefern. Im Moment sind wir hier ein bisschen neutral innerhalb dieser Range. Aber natürlich übergeordnet mit Blick auf den Aufwärtstrend etwas überwiegende Chancen für einen Ausbruch auf der Oberseite. Und wenn wir also die 281,30 knacken können per Tagesschluss, dann wären nächste mögliche Ziele die 288,02, 290,74 und 296,57. Auf der Unterseite würde ich jetzt annehmen wollen, dass wenn dieses Tief hier bei 256,60 per Tagesschluss unterschritten wird, dass wir von dieser Seitwärtskorrektur in eine deutlichere Abwärtskorrektur dann laufen würden, vermutlich mit nächstem Auffangbereich diese Aufwärtstrendlinie und die 100-Tage-Linie aktuell bei 241,84 bis etwa 246,50. Aber ja, das wären aus heutiger Sicht dann auch nochmal wäre nochmal die Chance für einen antizyklischen Long-Einstieg, wenn man sich hier eben antizyklisch engagieren möchte. Deutlicher würde sich das technische Bild hier erst unterhalb dieser Supportzone bei 228 bis etwa 231 Euro eintrüben und komplett negiert würde das bullische Bild unterhalb der 200-Tage-Linie aktuell bei 205,20 Euro und diesem Reaktionstief bei 209,10 Euro. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das ein oder andere Interessante als Anregung war wieder mit dabei für Sie und ich hoffe, wir sehen uns dann in der kommenden Woche dann zur nächsten Folge Märkte im Fokus. Ja, Ralf, vielen, vielen Dank auch, dass du hier noch eine extra Runde gedreht hast und
Schön, dass Sie dabei waren. Am Mittwoch habe ich bei SG Active Trading Bastian Galuschka mit André Lipko von der Comdirect, der Fundi und der Charti. Vielleicht ist da was für Sie dabei. Insofern, ja, würde ich mich freuen, wenn Sie dabei sind. Und ansonsten einen guten Start in die, ja, etwas kürzere Handelswoche. Bis zum nächsten Mal. Obwohl, Donnerstag ist ja Handelstag, aber ich glaube, es wird weniger los sein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.